ओम पताय प्रतिपोदितं भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन प्रतितं पुराण मुनिनां मध्ये महाभारते अद्वैतमृतवासिनीं भगवतीं अष्टदशाध्यायिनीं अम्बत्वं मनसं ददामि भगवद्गीते भावद्वेषिणीं. So, wir waren da beim zweiten Kapitel, Vers 62. Krishna beschreibt immer noch eine befreite Seele, die Symptome einer befreiten Seele. Was gibt es zu sagen über die befreiten Seelen? Arjuna fragt, ne? Stita Pragyasya Kabhasha, was gibt es zu sagen über jemanden, der nicht bezaubert ist von diesen äußeren Erscheinungsweisen dieser Welt? Und Krishna sagt eben, im letzten Vers hat er zum ersten Mal, im Vers 61 war das, glaube ich, da, hat er zum ersten Mal über Bhakti gesprochen, Krishna. Nicht direkt Bhakti, aber hat gesagt, Matparaha, jemand, der mein Bhakta ist, der sein Leben mir gibt, das ist Bhakti. Dani Sarvani Samyamya Yukta Asita Matparaha. Vashe hi yasendriyani tasya pragya pratishtita. Wenn man wirklich seine Intelligenz, sein Bewusstsein, seine Verwirklichung fixieren möchte, dann geht es nur, wenn man seinen Geist auf Krishna richtet, seine Intelligenz auf Krishna richtet, sein Bewusstsein auf Krishna richtet. Sonst funktioniert es nur zeitweilig. Es geht, aber nur kurz und dann geht es wieder nicht, sobald man locker lässt. In Bhagavatam wird gesagt, wenn man kann die Sinne beherrschen mit Yoga, mit Regeln, mit Regulierungen, man kann die Lust bezwingen, die Gier bezwingen, aber nur für einige Zeit und dann ist es wieder vorbei. Yogadibir, wie geht das? Yamadibir Yoga Partei. Kama Loba Hatamhu Mukunda Sevaya Yadvadyata Atma Adhana Shamyati. Weil diese Ashtanga Yoga berührt nicht die Seele. Das ist mit den Sinnen, mit dem Geist, mit Intelligenz, aber nicht mit der Seele. Das ist nicht wirklich transzendental. Mit Yoga kommt man auch nicht aus dieser Welt heraus. Man kommt nicht raus aus dieser materiellen Welt durch Yoga. Man bleibt in dieser Welt. Man kann viele wunderbare Dinge machen durch Yoga, keine Frage. Krishna sagt selber im Bhagavatam, was du durch Mantra, durch Jnana, durch Karma, durch Aushadi auch, durch Medizin und was ich was alles machen kannst, kannst alles durch Yoga machen. Aber was du mit Yoga machen kannst, kannst du mit den anderen Dingen nicht machen. Ne? Es ist nicht so, dass Yoga nutzlos wäre, aber um rauszukommen aus dieser Welt, braucht man noch ein bisschen mehr. Und das ist, man muss freikommen vom falschen Ego. Und das kann man durch Yoga nicht. Weil im Yoga, wenn man sich das falsche Ego beibehält, ich bin ein Yogi. Das ist es. Wir sind kein Yogi, wir sind Jiva. So, deswegen ist es schwierig, mit dem Yoga rauszukommen, ohne, wie Krishna sagt, Matparaha. Yukta Asitama. Yukta bedeutet Yogi. Jemand, der verbunden ist, ist Yukta oder ein Yogi. So, Yukta Asitama Matparaha. Der, wer seinen Geist auf mich richtet, sagt hier Krishna, wer mit mir verbunden ist, der kann einfach ruhig sitzen bleiben in dieser Welt, auch wenn alles rundherum chaotisch wird oder was auch immer wird. Der kann hier einfach peaceful bleiben in dieser Welt. Und wie das Ganze funktioniert, wie man hier in den Strudel reingezogen wird, dieser materiellen Welt, erklärt er in den nächsten zwei Versen. Wie das vom Feinen, wie sich das so, wie so eine Kettenreaktion ist das hier. Krishna sagt, hier im Vers 62, Dhyayato Vishayan Pungsaha Sangaste Shupajayate Sangat Sanjayate Kama Kamat Krodo Abhijayate Krodat bhavati sangmoha sammohat smriti vibhrama smriti bhramkshat buddhi nasho buddhi nashat pranashyati. Alles fängt an mit Dhyayato Vishayan. Man meditiert über die Sinnesobjekte in dieser Welt. Die werden uns ja im Kali Yuga aufs Auge gedrückt, ne? Man kommt fast gar nicht aus. Das ist einfach so arrangiert, dieses Zeitalter, dass man
ständig irgendwas sieht, was man eigentlich nicht braucht, aber was einem eingeredet wird, dass man es braucht. Ne? So, Dhyayato Vishayan, Pungsaha, eine Person, wenn die durch die Meditation über die Sinnesobjekte was passiert, Dhyayato Vishaya Pungsaha, Sangas Desha Upajayate. Es kommt der Sangha, der Wunsch, das zu genießen. Da kommt der Wunsch mal auf. Man möchte es haben. Ne? Der Wunsch entsteht. Sangateshu, der Wunsch danach, der Wunsch nach diesen Sinnesobjekten entsteht, wenn man darüber nachdenkt, wenn man es im Geist behält und ein bisschen so da kultiviert. Ne? Und was kommt vom Wunsch? Sangat Sanjayate Kama. Vom Wunsch von Sangha kommt Kama. Kommt dann die Lust, dann wird man angezogen, dann ist man getrieben schon. Und Kamat von der Lust kommt Krodha Abhijayate. Von Lust wird Zorn geboren. Warum kommt Zorn? Weil man es nicht schafft, was man vorgehabt hat. Ne? Weil irgendjemand da das vermasselt hat, entweder eine Person oder das Wetter oder was auch immer die globale Situation ist, wie auch immer das passiert ist. Ne? Dann ist man angefressen. Ne? Kama Krodha. Von Kama kommt Krodha. Zorn. Und was kommt vom Krodha? Krodha. No. Loba ist schon, das ist in dieser Kettenreaktion, Loba ist nicht erwähnt, die Gier ist nicht erwähnt. Verwirrung. Krodha Bhavati Sammoha. Genau, da kommt Sammoha. Nicht nur Moha, Sammoha. Völlige Verwirrung. Ordentliche Verwirrung, so richtig verwirrt ist man dann, ne? Wenn man zornig ist. Wenn man zornig ist, man kann nicht mehr klar denken. Wenn man ein bisschen zornig ist, dann kann man seine Intelligenz noch verwenden. Ne? Ist man ein bisschen zornig, zum Beispiel, nur ein Beispiel, ne? Man hat einen Plan und jemand vereitelt mir das. Wenn ich da jetzt ein bisschen zornig bin, dann denke ich mir irgendwelche Strategien aus, um dem das zurückzuzahlen. Ne? Da kann man noch nachdenken. Da kann man so ein bisschen seine Gemeinheiten damit, seine Intelligenz vermischen und kann man das versuchen. Wenn man aber richtig zornig wird, kann man das nicht mehr kontrollieren. Ne? Dann nehmen die Leute einfach eine Waffe und knallen jemanden nieder. Da denken sie nicht mehr nach. Ne? Samoa. Also wenn der Zorn ein bisschen ist, geht es noch. Da kann man, aber das Zorn vergiftet einfach. Das Bewusstsein vergiftet auch, den Körper vergiftet alles. So, Sangmohat. Mohat, wo geht es dann? Sangmohat, Smriti Vibhrama. Wenn man dann schon völlig verwirrt ist, dann vergisst man, was schon war. Dass man schon so oft in dieser Situation war, wegen derselben Dinge. Und jetzt ist man halt wieder, aber man ist schon alles vergessen. Smriti Vibhrama und Smriti Brangshat. Wenn die Erinnerung ausgelöscht ist, dann Buddhinasha. Dann kann die Intelligenz nicht mehr funktionieren, weil die Intelligenz muss zugreifen auf die Vergangenheit, damit sie ihre Argumente liefern kann, warum man etwas machen soll oder nicht machen soll. Aber ist nichts mehr da, keine Daten mehr da, deswegen funktioniert die Intelligenz nicht mehr. Buddhinashat, wenn die Intelligenz kaputt ist, dann Pranashyati, dann ist alles erledigt. Dann, was sagt, wird man komplett vernichtet hier, komplett ruiniert. Pranashyati, Pranashyati heißt komplett. Dann kann man alles machen, ne? Wenn man sich an nichts mehr erinnern kann, was früher war, und dann, wer weiß, was man, dann ist man bereit, sich selber umzubringen, einen anderen umzubringen, alles zu machen. Ne? Das ist, und das alles beginnt mit Dhyayata, mit der Meditation über irgendwelche Dinge. Und das ist der einzige Moment eigentlich, wo man diese ganze Kettenreaktion abfangen kann. Später wird es schwierig. Sehr schwierig. Das läuft dann einfach, eins nach dem anderen. Deswegen ist es so wichtig, im Yoga, im Bhakti-Yoga und in jedem anderen Yoga auch, den Geist zu kontrollieren. Deswegen gibt es da so viele Regeln. Sonst fällt man wieder in das Loch von Samsara, sagt der Vishwana Chakravarti Thakur. Ne? Sonst fällt man wieder. Jetzt hat man die Chance. Wir sollten uns bewusst sein, was wir für eine Chance gerade haben. Ne? Wir haben die Chance, hier rauszukommen aus diesem Samsara. Goldene Gelegenheit.
menschlicher Körper, Sadhu Sangha, viele haben einen Guru noch dazu, Vaishnava Guru. So, goldene Gelegenheit, das ist mehr oder weniger nur noch ein Schritt in die Freiheit. Das ist nicht viel. Und im Bhagavatam, die Halbgötter, die schauen zu. Das ist die wahre Fußball-Weltmeisterschaft, nämlich der Seele. Nämlich wir stehen einen Millimeter vor der Torlinie, wir müssen da nur noch ein Stück rüberrollen, einfach einmal umfallen, mehr oder weniger, wir sind im Tor. Ne? Ein Dauerwart noch. Ne? Ja, halber. Verstehst du? Und die Halbgötter sitzen im Stadion und schauen zu, was die Menschen hier machen. Und wir sind da wirklich schon einen Umfall entfernt vom Tor, nämlich rauszukommen aus dieser Welt. Und wir springen wieder ins Mittelfeld. Wir sind so verrückt und dann. Schiedermann gibt dieses Beispiel, ne, in einem Fußballmatch, wenn der Ball auf der Linie ist und dann noch gerettet wird und nochmal rausgeschleudert wird, dann ist ein großer Verlust. Ne? Aber wir sind genau in der Situation. Wir sind mit menschlichem Leben bedeutet, du bist ganz nah, da rauszukommen und dann denkt man, und man wird wieder reingekickt in dieses Spiel. Samsara ist einfach hin und her laufen in dieser Welt. Ne? Es gibt genau so ein Brettspiel von Harish Johari. Und da gibt es, es ist wie spirituelle Psychologie, und da gibt es diese Kreisfelder und Pfeile und Schlange. Und Schlange ziehen dich runter und die Pfeile schicken dich weiter. Okay. Und es geht um Befreiung. So. Hier rauszukommen, wir sind mitten in diesem Brettspiel, ne? Wir sind mitten in diesem Spiel hier drinnen und wir. Und wir sind, das ist auch ein Lila, das ist Krishnas Rishti Lila, ne? sein Lila von seiner Schöpfung, wir sind da Teile davon. Die Vaishnavas, also wirklich die Sadhus, wenn die fortgeschritten sind, denen ist es egal, ob sie befreit sind oder nicht. Die kümmern sich dann nicht mehr darum, weil die sehen, die sind hier mit Krishna, die sind dort mit Krishna, hier mit Krishna, für die ist das kein Unterschied. Deswegen beten die auch nicht um Befreiung. Aber hier Krishna beschreibt es, die Symptome einer Seele, die schon draußen ist, die sich da außerhalb von diesem ganzen Chaos da befindet und beschreibt auch, wie man das Chaos hier reingelangt. Und es ist eben über diese Welt zu meditieren. Denn was soll man machen, wenn man nicht über diese Welt meditieren möchte? Dann muss man halt über was Besseres meditieren, weil gar nichts geht nicht. Das ist unnatürlich. Ne? Das funktioniert nicht. Buddhisten versuchen an nichts zu denken, zumindest manche. Da gibt es dann nichts. Aber das ist unnatürlich. Und auch nicht rein. Vollkommen ist man nicht, wenn das Herz leer ist, sondern wenn das Herz voll mit Liebe ist. Das ist der Unterschied. Die Reinheit bedeutet nicht, dass gar nichts dort ist, sondern dass Liebe, Bhava dort ist. Die Halbgötter beten zu Krishna auch. Dvayashtabhavata, Vishuddha Buddha, sagen sie zu Krishna. Die sind diejenigen, die keine Liebe zu dir haben, die haben, deren Intelligenz ist verunreinigt. So Reinheit bedeutet nicht, alles zu allem zu entsagen. Ne? Das ist nicht, weil das ist auch Krishnas Schöpfung. Deswegen Vaishnavas, Tyaga, Entsagung, ist nicht der Weg, um spirituellen Fortschritt zu machen. Ne? Weil warum soll ich was entsagen, wenn es ist Krishnas Schöpfung? Vaishnavas entsagen nichts, die geben nichts auf, sondern die nehmen es und verwenden es für Krishnas Freude. Ne? Yukta Vairagya nennt man das. Man verbindet alles mit Krishna. Alles, ne? Alles, was es in dieser Welt gibt, wer hat es denn erschaffen? Und für wen ist es erschaffen? Ne? Und für wessen Freude ist es erschaffen? Warum soll ich es dann einfach liegen lassen? Dann nehmen wir es und verwenden wir es für Krishnas Freude. Ne? Und deswegen wollen die auch nicht raus aus dieser Welt. Sind sie hier, ist es okay. Sind sie hier, die Srishti Lila ist okay. Oder auf der anderen Seite ist nicht der Lila, ist auch okay. Das ist eben für die Vaishnavas ist alles okay. Hier chanten sie in Krishnas Namen, sind sie auch mit Krishna. Und sind sie in Krishnas Lila, sind sie auch mit Krishna. So. Besser man kommt auf die Stufe. Das ist hier nicht das Thema. Das Thema ist hier, wie man sich in diese materielle Welt verstrickt und wie man hier seine Existenz mehr oder weniger ruiniert, indem man über diese materielle Welt meditiert, mit der Haltung, sie zu genießen. Das ist eben der Punkt. Das ist ja diese materielle Welt, die ist ja nicht schuld daran, dass wir so verstrickt sind. Das ist ja nicht die Schuld der Schöpfung, sondern das ist unsere Haltung, weil wir das einfach ausbeuten möchten hier. Ne? Und wir denken, wir genießen diese Welt und in der Zwischenzeit genießt die Welt uns und konsumiert uns, ne? Verbraucht uns.
So. Wie kommt man hier raus? Du hast schon gesagt, wie man hier reinkommt. Wie man sich hier verstrickt in diese Welt und wie man sich hier in dieses Samsara dann noch mehr einwickelt und einwickeln lässt. Wie kommt man raus? Krishna sagt im nächsten Vers, Raga Dvesha Vimukta ist du, Vishayan Indriya ist Charan, Atma Vashyair Vidheyatma Prasadam Adigachati. Jemand, der frei ist von Raga und Dvesha. Die Raga heißt Anziehung, Dvesha heißt Ablehnung, Hass. Ne? So Anziehung und Ablehnung. Wenn die Sinne, also wenn die Sinne frei sind von Raga und Dvesha, die Sinne wollen immer, das ist gut, das ist schlecht, das ist angenehm, das ist unangenehm, das ist immer so, ne? Die Sinne sind so getrennt. Aber Bhakta sieht, das ist alles okay, alles Krishnas Schöpfung, passt alles. Und Atma Vashair Vidheyatma. Wenn selbst kontrolliert, selbst beherrscht ist. Und hier sagt der Vishnu Chakrataki, unterwürfig ist, submissive. Wer sich einfach Vidheyatma, wer sich unterwerfen kann, wer sich unterordnen kann. Er erlangt hier Prasadam Adigachati. Prasadam. Prasadam hier in diesem Zusammenhang wird von den meisten Acharyas als Frieden übersetzt. Man kriegt Barmherzigkeit. Das ist der Weg, wie man Barmherzigkeit bekommt. Durch, wenn man frei ist von den Dualitäten von dieser Welt, nicht, das möchte ich unbedingt haben und das will ich nicht haben. Und wenn man sich zurückhält. Ne? Alle Religionen sagen dasselbe. Keine Religion wird es sagen, genieße einfach wie ein Wahnsinniger und es passt schon. Es wird keine ernsthafte Religion zumindest sagen. Ne? Und jemand, der sich eben unterordnen kann, Prasadam Adigachati, der bekommt es. Vidheyatma. Hier, dieser Vers beantwortet die Frage, wie verwendet das Siddha Pragya seine Sinne? Nämlich, Kim Asita Praveta, was war da die Frage? Wie geht er, ne? Brajeta Kim. Wie bewegt er sich? Das heißt, wie verwendet er seine Sinne hier? Der Herr erklärt, dass es kein Fehler ist, dass es nicht falsch ist, die Sinnesobjekte zu akzeptieren, wenn es mit kontrollierten Sinnen getan wird, ohne Anhaftung für die Objekte im Geist. So ist, das ist Yukta Vairagya. Anasakta Savishayan. Yatam Upayunjata. Wenn man diese Sinnesobjekte ohne Anasakta, ohne angehaftet zu sein, akzeptiert. Weil wir müssen essen, das wird uns nicht, das ist schwierig. Man muss essen, schlafen, trinken. Man braucht Kleidung, all diese Dinge in dieser Welt. So, man macht es halt ohne, dass man da angehaftet ist und akzeptiert. Dann ist es kein Fehler. Hier, gemäß dem Amarakosha Wörterbuch, bedeutet Videya unterwürfig, in Worte gefasst. Was heißt compliant? Zustimmung aus compliant. Aha, so irgendwas, ja. Sie sind alle der gleichen Meinung. So irgendwas. Beherrscht, wie sagt man es, well behaved. Gutes Verhalten. Dass man sich richtig verhält. Höflich und gleich. Also jemand, der Vidheyatma. Vidheya bedeutet all das. Dass man eben selbst beherrscht ist. Compliant heißt einfach, dass man sich anpassen kann, nämlich auch in dem Sinne, dass man einfach dabei ist. Ja, ist jetzt nicht so, passt, glaube ich, eh so. Und selbst beherrscht und dass man sich unterordnen kann. Unterordnen wem gegenüber? Ich meine, jetzt nicht nur Krishna, sondern auch dem Guru. So, diejenigen kriegen Prasadam, die Barmherzigkeit. Und die haben dann auch einen Frieden. Jemand, dessen Geist unterwürfig ist zu den Anweisungen, das ist eine Bedeutung von Vidheyatma, der die Sinnesobjekte mit kontrollierten Sinnen, mit vom Geist kontrollierten Sinnen kontaktiert, ohne Anhaftung und ohne Ablehnung, er erlangt Frieden, Prasadam.
so die Sinnesobjekte zu berühren, ist kein Fehler. Im Gegenteil, es ist eine gute Eigenschaft für jene, die das mit Beherrschung machen. So die Sinne zu genießen, die Sinnesobjekte zu genießen, ist kein Fehler. Wenn man es kontrolliert macht. In anderen Worten, für den Sthita Pragyan, nämlich jemanden, dessen Bewusstsein fix ist, die Entsagung des Genusses der Objekte, der akzeptiert nur die Entsagung des Genusses, nicht die Entsagung der Objekte hier. Ne? Und für ihn ist es sogar besser, wenn er die Sinnesobjekte akzeptiert, aber ohne Genuss. Die kriegen sogar Nutzen daraus. Warum? Weil er sieht eh sowieso Krishna dahinter. Für Vaishnavas, ne? Wenn man diese Welt ist ja kein Feind von uns. Ne? Wir lehnen die Welt ja nicht ab und sagen, das ist alles falsch und alles Maya und wir wollen das nicht und schlecht und was ich was. Das sagen auch manche Spiritualisten, das ist alles hier, wie sagen sie, Mithya, na, alles falsch. Brahma Satya, Jagan Mithya. Das ist die Shankaracharyas Schule. Ne? Die sagen, nur Brahman ist Wahrheit, Satya, und Jagat ist Mithya. Dieses Universum ist falsch. Aber das sagen wir ja nicht. Das Universum ist Krishnas Universum. Es ist nur falsch, das für mich zu nehmen. Das ist das Problem. Das verstrickt mich in diese Welt. Das, alles, was dieses Universum mir bietet, für Krishnas Dienst zu verwenden, ist nicht nur, dass es keinen Schaden bringt, sondern es bringt sogar Freude. Nicht nur Krishna hat eine Freude, der Bhakta hat eine Freude. Alle sind da, die da beteiligt sind, haben einen Nutzen davon. Ne? So, deswegen hier Prasadam wird hier erwähnt, Prasadam Atigachati wird halt als Frieden hier interpretiert. Prasadam ist die einzige Lösung für diese Welt. Das geht anders nicht. Weil man muss diese Welt ausbeuten, um zu überleben. Ne? Es bleibt auch einem Spiritualisten nicht anderes über, als so diese Welt auszubeuten. So, wie macht man das? Man gibt alles Krishna. Ja, was sagt man dazu, ausbeuten? Du musst diese Welt ausbeuten. Ich muss was nehmen davon, aber ich muss sie nicht ausbeuten, ist ja was anderes, wie wenn ich sie benutze. Du musst sie auf jeden Fall konsumieren, du musst auf Kosten anderer leben. Du musst auf Kosten anderer leben. Es bleibt dir nichts anderes über. Es bleibt dir nichts anderes über. Oder du gibst deinen eigenen Körper und lässt deinen eigenen Körper sterben. Ja, wenn ich ausbeute auf Kosten anderer, dann kommt immer Karma dann. Das ist eben der Punkt, ist. Man muss den Krishna dazwischen schalten. Also ich verstehe, dass wir das benutzen müssen, aber das ist ja... Man nennt es benutzen oder ausbeuten, ist egal, das ist egal. Nein, das ist ein Unterschied eigentlich. Ich sehe da keinen Unterschied. Das ist, du musst von anderen nehmen für dein eigenes Überleben. Ja, aber du gibst auch dann von dir. Das muss nicht sein. Ja, irgendjemand beutet dich auch aus. Das ist ein Unterschied. Aber schau, der Punkt... Ausbeuten. Das ist jetzt eine Sache, das ist jetzt nicht unbedingt der Punkt, den ich erklären wollte. Okay. Der Punkt. Das war meine Frage. Welche Frage? Meine Frage war, dass er ausbeutet. Du hast ja gesagt, dass jeder muss es ausbeuten. Ja, musst. Du bist gezwungen. Ja, du musst benutzen und ausbeuten. Ja, ich sehe keinen Unterschied. Finde ich schon. Ist auch okay. Okay. Ich meine, das ist deine Meinung auch. Ist ja, auch okay. Das Ausbeuten ist ja... Das ist ja, man ist gezwungen. Deswegen, Schiller Prabhupada hat gesagt, das ist kein Platz für einen Gentleman. Wenn man es so betrachtet, weil du musst hier töten, um zu überleben. Es wird noch extremer, nicht nur ausbeuten, du musst töten, um hier zu überleben. Ne? Ist einfach so, die Welt ist so gemacht. Ja, okay. Du kommst nicht drum herum. Du musst es benutzen. Du musst auch töten, du musst andere Lebewesen, andere Körper töten, um hier zu überleben. Das ist einfach diese Welt, man sieht es nicht, weil alles so schön, die Vögel zwitschern und alles, die Blumen blühen, aber es ist einfach fressen und gefressen werden auf dieser Welt. Deswegen schreibt Prabhupada, wenn du so nachdenkst, ist es wirklich kein Platz für einen Gentleman. Es ist nicht unsere Natur. Ne? Wir sind halt in diese Welt mal emona durmatis sansara bittare. Wie dumm muss man sein, um in diese Welt zu fallen? Man muss schon wirklich seine Augen verschließen, um von dieser Welt angezogen zu sein. Ne? Und dann kommt eben ein Mahajan und öffnet dir mal die Augen und siehst mal die Welt, wie sie eigentlich wirklich funktioniert. Und dann gibt es aber die Lösung. Es ist nicht so, dass es jetzt nur alles schlecht und alles schlecht und alles schlecht und wir sind gefallen in diesen. So, es gibt die Lösung und das ist Prasadam. Du gibst einfach Krishna dazu. Du bist alles, was in dieser Welt existiert,
was du brauchst für dich selber, gibst du einfach Krishna. Und dann ist es nicht mehr Ausbeuten. Nein, weil, ich erkläre dir auch warum. Angenommen, jetzt nehmen wir ein Beispiel, da gibt es einen Salat, so einen Salatkopf. Um den Salat zu nehmen, musst du ihn umbringen, die Salatpflanze. Ne? Und wenn du das jetzt aber, wenn du jetzt diesen Salat dann wäscht und was ich herrichtest und zu Krishna opferst, Krishna akzeptiert die Hingabe von der Person, die das macht. Und Krishna gibt auch dem Jiva, der diesen Salat produziert hat, auch seine Belohnung. Verstehst du? Da verliert niemand. Das ist der einzige sonst in dieser Welt. Es gibt immer Nehmen. Du kannst nur nehmen und also einer nimmt vom anderen sozusagen. Irgendjemand ist der Verlierer bei der ganzen Geschichte. Irgendjemand gibt was. Aber beim Prasadam ist es so, dass jeder was kriegt. Was kommt Krishna dazu? Der ist unendlich. Der ist Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamadachate. Wenn du das Unendliche von Krishna wegnimmst, ist immer noch unendlich dort. Nicht? Also wenn Krishna sich selber völlig gibt, ist er immer noch Krishna. Krishna ist nicht, wenn du mit 1000 minus 1000 ist 0, aber bei Krishna minus Krishna ist immer noch Krishna. Ne? Das ist der Unterschied eben. Und deswegen ist es die einzige Lösung hier, Prasada. Und hier sagt Krishna auch, Prasada sarva dukkha nam hanirasyopajayate prasanna cetaso yasho buddhi prayavatishtate. Von diesem Prasadam oder Frieden hier kommt Prasada sarva dukkha nam. Hanir. Hani ist die Zerstörung von allem Leid, kommt von Prasadam. Das ist Krishnas Prasadam. Hani. Nein, das ist Zerstörung. Ja. Hani ist Zerstörung. Nein, nicht Hani. Hani, das ist. Da kommt, das ist Sanskrit für den sozusagen der, die Zerstörung von allem Leid, kommt von diesem Prasad. Von dem, das kriegt man wie, wenn man sich unterordnet. Ne? Dann kommt das Prasadam ins Leben und hier, Prasada sarva dukkha nam hanirvasya upajayate. Prasanna cetaso yashu. Und wenn man prasanna cetasa, wenn man zufrieden ist im Geist, dann sehr schnell ashu buddhi prayavatishtate. Dann wird man fixiert in seiner Intelligenz. So, Zufriedenheit ist wirklich ein essentielles oder eine essentielle Eigenschaft oder Qualifikation im spirituellen Leben. Zufrieden zu sein. Das ist nicht zufrieden, hier haben wir wieder Frieden drinnen. Ne? Das ist Prasadam. Ohne Prasadam ist niemand zufrieden. Auch. Das ist Krishnas Prasad. Zufrieden zu sein ist wirklich ein echter Wert im Leben. Jemand, der zufrieden ist, braucht nichts. Ist nicht gestört von dieser Welt. Ne? So zufrieden zu sein ist definitiv der Ausgangspunkt, wo man wirklich auf die spirituelle Stufe kommt. Ne? Hier, Vishwana Chakrati Thakur sagt, die Intelligenz ist fixiert in ihrem erwünschten Ziel, vollkommen fixiert. Bari avatishtati. Bari avatishtati. Alles Leid ist zerstört, aber wenn es keinen Wunsch mehr gibt, die Objekte zu genießen, akzeptiert die Person einfach die notwendigen Dinge, um zu überleben. Und deswegen wird man friedvoll. Man nimmt einfach das, was man braucht. Dann deswegen hat er einfach Frieden. Er braucht nicht mehr. Er hat ein friedvolles Bewusstsein, Prasanna Cetasa, Vishwana Chakratak sagt, einfach nur wegen Bhakti. Just because of Bhakti. Wirklich zufrieden zu werden. Ohne Bhakti geht's nicht. Im ersten Kanto von Bhagavatam wird gesagt, dass man ohne Bhakti keinen friedvollen Geist haben sie. Das wird auch gesagt, Prasanna Cetasa, dasselbe Wort kommt davor. Und von Prasanna, von dieser Zufriedenheit kommen wir auf die spirituelle Stufe. Vyasadev, obwohl er alle Vedanta Sutras geschrieben hat und alles, er hatte keine Zufriedenheit im Geist, ne? Weil er hat noch nicht. Er hat Narad Munis die Segnungen von seinem Guru bekommen und durch Bhakti Yogena Manasi Samyak Pranitaya meldet. Nachdem er Bhakti bekommen hat von Narad, die Segnungen, dann war er zufrieden, hat er Bhagavatam nochmal geschrieben. Das ist jetzt eine lange Geschichte.
Aber hier ist sogar Vyasadev, der die ganzen Vedas geschrieben hat, der die ganzen 18 Puranas geschrieben hat, Vedanta, Mahabharata, Bhagavad Gita, alles geschrieben. Er war noch nicht zufrieden. Weil er hat noch im Bhagavatam vergessen, dass es um Krishna geht und um Bhakti und um Sadhu Sangha. So, nachdem er das alles geschrieben hat, Vyasadev war happy, nachdem Narada den gesegnet hat. So, wenn man happy werden will, was macht man? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Etava deva lokasmin pungsa para dharmasmrita bhakti yogena bhakti yoga bhagavati tannama grahanadi bihast. In dieser Welt, was immer es gibt, das Beste, der höchste Dharma ist Bhakti. Und Bhakti beginnt einfach, chant den Namen von Krishna. Der Name Granadibi, nimm Krishnas Namen, chant Krishnas Namen. Jemand, der happy werden will in dieser Welt, was braucht er? Sadhu Sangha und Krishnas Namen. Und dann ist man happy in dieser Welt. Deswegen gibt es so viele Ashrams, Sadhus, die reisen herum einfach für das. Die wollen nichts anderes. Die wollen den Menschen nur diese Möglichkeit bieten. Ist ganz simpel. Wir können uns das. Du brauchst nichts, um glücklich zu sein. Ne? Das Krishna hat uns alles selbst gegeben. Der hat den Menschen ausgestattet mit allem, was er braucht. Man muss es nur richtig verwenden. Dafür gibt es die Vedas, das sind die Anleitungen, Bhagavad Gita, Bhagavatam. Und dann kommen wir dorthin. Dann lesen wir den einen noch vielleicht. Dann, was passiert, wenn man das nicht macht? Das ist hier jemand, der Krishnas Prasadam bekommt, weil er sich unterordnet. Ne? Aber jemand, der seinen Geist nicht kontrollieren kann, na asti bhudir ayuktasya, na cha ayuktasya bhavana, na cha bhavayanta shantir ashantasya kutasukam. Wichtiger Vers, bekannt. So, wenn die Intelligenz von jemandem, der ayuktasya, aber der nicht verbunden ist, dann kann man auch, schau, die Person mit einem unkontrollierten Geist kann nicht ihre Intelligenz fixieren. Nämlich die Intelligenz auf das Selbst, auf die Seele. Und kann auch nicht über Paramatma meditieren. Und ohne Meditation hat man keinen Frieden und ohne Frieden, gut, dass so kam, wo ist Glück, wo ist Freude ohne Frieden? So, deswegen, das beginnt mit dem Geist zu fixieren. Deswegen gibt es so viele Bilder und alles Mögliche und Tempel und Murtis und dass man irgendwie seinen Geist kontrollieren kann. Deswegen fährt man auf Pilgerreise, damit man an Krishna denkt. Ne? Und nimmt Gemeinschaft mit den Sadhus, damit man an Krishna denkt. Und dann geht man nach Vrindavan, wo es an jedem Eck einfach Radhe Radhe geschrien wird und geschrieben steht, damit man einfach an Radha Krishna denken kann. Ne? Sein Geist auf sich sein. Hare Krishna. Aber noch heute. Okay. Also ich denke, das kommt in ein paar Tagen. Ah, das ja. Heftchen. Ich hoffe, es passt. Okay. Hare Krishna. So, Ashantasya Kutasukam. Wo ist die Freude, wenn man keinen Frieden hat? Wo ist Glück, wenn man keinen Frieden hat? So, deswegen, um Frieden zu haben, braucht man einen kontrollierten Geist. Dann kann man auf sein, dann kann die Intelligenz sich auf das Selbst konzentrieren. Ne? Und wenn man sich auf sich selbst, wenn man mit sich selber ist, dann kann man an Krishna denken. Und dann kriegt man Shanti. Alle wollen Shanti, 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 aber wie kriegt man Shanti? Ne? Guru Maharaj hat gesagt, keiner von denen will Shanti, die da Shanti, Shanti, Shanti rufen, weil alle haben Wünsche und alle wollen ihre Wünsche nicht aufgeben, so, die wollen keinen Frieden. Ne? Die wollen, weil wenn man Wünsche hat, dann will ich keinen Frieden, dann will ich meine Wünsche. So, das, ja, Guru Maharaj sagt, die wollen alle keinen Shanti. Die sagen nur Shanti, 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 aber sie wollen keinen Frieden, sie wollen Unzufriedenheit sein. Der Geist möchte unzufrieden sein. Für den Geist zufrieden zu sein, ist Tapasya. Krishna sagt das später in der Gita. Ne? Das ist Tapasya für den Geist, einfach zufrieden zu sein. Einfach eine Ruhe zu geben. Das ist schwierig. Dafür braucht man einfach Sadhu Sangha als Beste für alles. Jai Srimad Bhagavad Gita ki, Jai Srila Gurudeva ki, Jai Srila Prabhupada ki, Jai Nantakita Vaishnava Vrinda ki, Jai Gopremanande, Hari Hari Bol.